Freunde, es gibt gute Neuigkeiten für alle Battlefield-Spieler, also die, die noch Battlefield 2042 spielen, die 10 Leute, aber es gibt gute Neuigkeiten und zwar wird eine Season 6 kommen, dazu aber mehr im Spiel, ich werde ein bisschen Gameplay zeigen, ein bisschen darüber reden, viel Spaß. So, also so sind wir schon mal im Game. Ich möchte mal ein paar Dinge noch klarstellen, wie ich schon euch im Intro gesagt habe, und zwar kam vor... Ja, ein bisschen nach Mitternacht kam ein Post raus von Battlefield auf Twitter, den ihr euch natürlich auch einblenden kann. Und zwar haben sie die Frage beantwortet, ob es nach Season 5 noch weitergeht mit Battlefield. Das war ja bislang ungewiss. Es wird gesagt, dass Season 5 kommt und viel mehr nicht. Viel mehr wurde nicht gesagt, es wurde überhaupt nichts gesagt. Aber es ja leider ein bisschen typisch für DICE ist, dass man nichts sagt. Aber es wurde wie im Tweet gesagt, dass sicher noch Season 6 kommen wird. Ich hoffe natürlich, dass in Season 6 ein bisschen... mehr Content kommt, aber ich gehe mal nicht davon aus, es wird wieder eine Map sein und viel mehr wird da auch nicht sein. Oh, schade. Viel mehr wird da nicht sein. Daher gehen wir mal davon aus, dass nur eine Map wieder kommen wird. Spezialisten kommen ja auch keine mehr. Vielleicht kommen ein bisschen mehr Waffen, das wäre ja ganz schön. Schade. Also es wäre ja ganz schön, wenn ein paar mehr Waffen kommen würden, weil es kommen ja jetzt zu Season 5 auch nur 3 Stück. Aber ja, ich hoffe mal stark, dass ein bisschen mehr Content kommen wird, da einfach, ja, die jetzigen Seasons nicht so viel Content bekommen haben. Bis auf irgendwie... Waffen waren ganz okay ab und zu dabei. Aber sonst, ja. Ich hoffe, dass 2 Maps kommen, da ja in Season 5 das letzte Rework kommt. Also die letzte Map wird ja überarbeitet, Hourglass. Und daher hoffe ich ja, dass sie 2 Maps hinkriegen. Aber man weiß es natürlich nicht. Daher ist auch... immer ein bisschen schwierig, wie, was, wo, wie das da so laufen wird. Aber eigentlich müssen sie ja 2 Maps sicher hinkriegen, wenn sie das Team, das die Reworks gemacht haben, und das Team, das die neue Map, dann müssen sie ja eigentlich 2 Maps in eine Season reinkriegen. Aber es ist DICE und es arbeitet eh gefühlt niemand mehr in diesem Spiel. Von daher, ja. Es ist schwierig. Aber was will man machen? Ist über mir. Es ist wirklich schwierig. Es wurde auch noch nichts gesagt. Es steht in dem Post ja auch nur, dass sich im Verlauf von Season 5 dazu geäußert wird, was... kommt in Season 6, wie viel kommt in Season 6. Battle Pass wird ja so oder so wiederkommen, das ist ja klar, es kommt ja immer ein Battle Pass. Das ist das Einzige, wie sie Geld machen. Und es wird auch sicher wieder neue Bundles kommen, da werden sie wieder Hunderte gefühlt haben, weil, ja, das bringt ja Geld. Aber, ich hoffe mal stark, dass ein bisschen mehr kommt, weil... man muss ja auch ehrlich sagen, so wie sie es ja bis jetzt gehandhabt haben, und das finde ich auch immer noch nicht gut, die hätten jetzt schon lange sagen sollen, ey, wir machen nochmal 4 Seasons. Oder wir machen halt keine 4 Seasons mehr. Das Ding ist halt einfach, so kauft niemand irgendwas in dem Spiel. Das ist leider einfach das Problem. Wir sehen uns aber gleich wieder in der nächsten Runde, dann können wir weiter quatschen. So. Um nochmal auf das zurückzukommen, was ich vorhin... angesprochen habe, ist halt einfach, dass niemand in ein Spiel mehr was kauft, wenn er weiß, dass das Spiel eh danach, vielleicht nach einer Season, 2 Seasons tot ist. Das ist halt einfach leider das Problem und da müsste DICE eigentlich transparent jetzt mal erzählen,
was der Plan mit Battlefield 2042 ist. Weil dann kann man sagen, ey, wenn noch 4 Seasons kommen, dann kann man vielleicht auch mal was im Shop kaufen, wenn was Cooles ist. Weil man dann ja das Spiel ja mindestens noch ein Jahr spielt. Aber solange man das halt einfach nicht tut, kann man das halt einfach nicht. Und da ist halt einfach das Problem, ja, dass man einfach mal sagen müsste, ja, wir machen noch 4 Seasons. Und jede Season zu warten, bis die Hälfte der Season angebrochen ist und dann zu sagen, oh ja, wir haben jetzt doch noch so viel Geld verdient, wir machen jetzt doch noch eine weitere Season. Das ist halt einfach Trash. Und das ist halt nichts mit guter Transparenz zu tun, wenn man die ganze Zeit die Spieler so im Dunkeln lässt, ob wir jetzt, ja, wir sind jetzt doch so lieb, machen noch eine Season, wir mussten ja eigentlich doch nur 4 machen und ja, das ist halt einfach scheiße, wirklich scheiße. Und ich hoffe, dass DICE das endlich mal begreift, dass man nicht immer alles totschweigen kann, um irgendwie ein Spiel rauszubringen. Ah, schade. Das ist halt einfach das Problem. Dass DICE einfach nicht sagt, irgendwas ist scheiße, man schweigt es einfach tot. Bis man irgendwann, oh, wir müssen jetzt das doch so und so machen. Das ist einfach nur Trash. Das ist alles, was reinkommt, wollten die Leute schon vor über einem Jahr drin haben. Und daher hoffe ich, dass, also ich bin auch der Meinung, dass das mit diesem Klassensystem, also mit dem Klassensystem hätte man ganz anders angehen müssen. Oder jetzt auch das Teammanagement, dass man die Teams nicht schließen kann oder dass man immer noch nicht das Team wechseln kann. Das ist genauso lost. Dass man einfach immer noch chillt und im gleichen Team sein muss, weil man es einfach nicht wechseln kann. Das ist genauso verloren, dieses System. Und da kann man DICE nicht in Schutz nehmen, dass sie seit einem Jahr Funktionen nach und nach hinzufügen, die bei jedem Battlefield davor schon drin waren. Weil das ist einfach eine... Ich weiß nicht, was die sich allgemein dabei hier überall gedacht haben, dass alles so daneben funktioniert und ja, man muss jetzt eigentlich anfangen, mehr Content zu bringen, dass überhaupt irgendjemand dann das nächste Spiel noch kauft. Und das ist leider einfach das Problem bei DICE, dass man das wohl einfach nicht hinkriegt. Dass man das wie bei Battlefield 5 macht, oh, unser Spiel hat keine Spieler mehr, unser Spiel ist nicht erfolgreich, wir hören einfach auf. Und es überrascht mich selber, ich habe zu Beginn gesagt, nach 4 Seasons hören sie auf. Aber vielleicht sind es jetzt 6 Seasons. Aber auch das ist einfach eine Frechheit eigentlich. Dass man 4 Seasons oder 6 Seasons macht oder keine Ahnung, wie viele sie machen. Viel mehr als 8 werden sie ja so oder so nicht machen, weil dann kommt ja eh wieder das nächste Battlefield, wo dann ja schon wieder fleißig gearbeitet wird. Und auch das muss deutlich besser sein als Battlefield 5, was okay war. Und als Battlefield 2042, wenn das auch zum Launch so wird wie 2042 das nächste Battlefield, dann ist diese Reihe tot. Dann haben sie es dreimal so, also einmal halb verkackt, einmal komplett verkackt und dann noch ein zweites Mal komplett verkackt, dann ist die Spielreihe Geschichte. Dann hat Activision mit Call of Duty gewonnen und Battlefield ist so eine kleine Konkurrenz geworden, dass man eh keine Angst mehr davor haben muss. Das ist dann einfach so. Und da muss man was ändern, man muss irgendwie das EA sagen, man muss irgendjemandem das sagen, dass man die Sachen ändern muss und die Sachen anders angehen müssen. Dass man transparenter sein muss, dass man mehr mit der Community macht, mehr auf die Community hört. Bestes Beispiel ist ja schließlich auch Hell Let Loose. Hell Let Loose hört so stark auf die Community und das spielen ja Spieler. Und da kaufen ja auch Leute Skins und die verdienen ja auch Geld damit und alles. Die geben ja das Spiel auch nicht ab von, oh, jetzt haben wir Spieler verloren, wir geben das Spiel auf. Und es ist eigentlich gut, dass sie jetzt mal hinstehen und sagen, ja, wir fixen jetzt das Spiel.
Und nicht so wie bei Battlefield 5 sagen, ja, wir hören jetzt einfach auf. Aber es ist auch deren ihr Recht, dass sie das jetzt mal fixen müssen. Da es ja eben nicht gut ist, so wie es jetzt ist. Ah, scheiße. Granate schlecht geworfen. Und ich hoffe sehr, dass zum nächsten Battlefield das mal wieder ein bisschen besser wird. Nicht so miserabel ist. Aber das wird man sehen. Ich hoffe auch, dass zu Season 6 mehr kommt. Season 5 ist ja wieder ein Schritt zurück vom Content her. Bis auf, dass jede Season eine Map bekommt, aber wir haben kein Fahrzeug bekommen. Wir haben nicht viele Waffen, die reinkommen. Zu Portal-Waffen wissen wir gar nichts, ob da noch welche reinkommen. Da kommt ja einfach das Rework, was ja nur für die Sturmgewehre, glaube ich, ist, wenn ich es noch richtig gelesen habe. Und mehr haben wir wieder nicht, dass das in Season 5 reinkommt. Und das ist halt auch nicht viel. Man müsste mehr bringen, man muss mehr Content bringen. Mehr Waffen, vor allem mehr Maps, 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 kleine Maps, nur Infanterie-Maps, nur Maps, die, keine Ahnung, vielleicht auch nur Fahrzeug-Maps, das gab es ja in Battlefield 1 auch, es gab ja Maps, wo man nur mit Flugzeugen gekämpft hat, ist auch geil gewesen, spielt zwar mittlerweile, glaube ich, gar keiner mehr, aber war auch cool, wo man nur mit Flugzeugen gefightet hat, man muss mehr bringen, mehr Content. Eine Season kann nicht aus einer Map bestehen und 14 Wochen gehen dadurch. Das ist einfach zu wenig Content für eine Season. Man muss mehr Maps bringen, man muss mehr Maps machen, man muss einfach mehr bieten. Und das ist leider einfach so, dass man zu wenig bietet. Und da muss man halt auch ehrlich sagen, Call of Duty bietet mehr. Aber ja, was will man machen? Ich hoffe, Season 6 kommt mehr. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Blumiade. Ciao, ciao.